arbeiten sie am Wochenende. Montags sitzen sie dann wieder in der Schule. Da kommt das Privatleben oft zu kurz. Fernbeziehungen sind normal. Wir arrangieren uns jetzt halt einfach. Ich meine, wir haben gesagt, wir lieben uns. Und wenn man sich liebt, dann schafft man es auch. Man telefoniert halt jeden Tag und erzählt sich einfach, was passiert ist am Tag. Und dann bleibt man mehr oder weniger immer noch auf einer Wellenlänge. Bis jetzt läuft's. Bei mir steht der Beruf auf jeden Fall an erster Stelle. Ich bin in den 3 Jahren da, um zu lernen. Weil das meine Zukunft ist, weil das einfach mein Kapital auch ist in Zukunft. Und da muss es an erster Stelle stehen. Natürlich denkt man, klar, man kann es einfach haben, es gibt so viele andere Sachen, die man machen kann. Aber wie gesagt, es macht uns Spaß. Und deswegen zieht man es einfach durch, weil man dann auch irgendwann den Ehrgeiz hat und sagt, alles klar, es gibt viele Leute, die abbrechen, aber ich will nicht dazu gehören. Ich will es durchziehen. Ich will mein Ding, dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, das will ich erreichen. Manche Leute werden unter Druck extrem nervös und fangen dann das Zittern an und das dann beim Anrichten zum Beispiel, wenn da dann einer Druck macht und einer davon wird dann nervös und die Soße schwabbelt da dann so hin, das ist natürlich dann nicht mehr sinnvoll. Aber so immer dieses, Werner, jetzt gib mal Gas, jetzt komm, jetzt schnell, jetzt müssen wir uns nochmal, damit wir in Service ordentlich kommen, das ist schon ausschlaggebend und wichtig. Unter Druck entstehen Diamanten, heißt ja nicht umsonst so. Ist das so? Den Spruch habe ich noch nicht gehört. Sagt mein Vater immer zu mir, unter Druck entstehen Diamanten. Deswegen, vielleicht ist das ein Spruch, der extrem gut passt. Ja, ich muss da jeden Tag dran denken, an den Spruch. Sehr lange Arbeitszeiten, Dauerkonzentration und strenge Hierarchien machen den Azubis zu schaffen. Aber Ehrgeiz und die Perspektive auf einen Traumjob lassen sie die 3 Jahre Plackerei und Entbehrung hinnehmen. Also, Mädels, vielen Dank fürs Kochen. Jungs, vielen Dank fürs Abwaschen. Bevor die Schule und das erste Lehrjahr zu Ende sind, wollen sie noch einen gemeinsamen Event auf die Beine stellen. Zurück nach Baiersbronn in den Schwarzwald, ins Allerheiligste des besten Kochs Deutschlands. Vor 5 Monaten war Alexander noch der Neue im Team von Harald Wohlfahrt. Er baut immer noch millimetergenau seine Vorspeisen fürs Sternemenü. Jetzt muss er auch kreativ sein und Verantwortung übernehmen. Ist der Druck stärker geworden? Ich denke, ich bringe meine Leistung und der ist gleich geblieben. Der war natürlich, am Anfang ist er stark, man übernimmt einen Posten und der Chef, der hat... Guckt insbesondere auf einen. Guckt, ja, kommt er klar, kommt er nicht klar. Und da ist der Druck natürlich sehr stark. Ne? Also, dann ist man drin und dann geht es eigentlich. Wenn es läuft, dann passt das. Dann macht das Spaß. Das macht so oder so, das macht Spaß. Also auch so, wenn man kommt in ein neues Restaurant, man muss sich wieder beweisen. Das ist. Ich finde das gut. Ne? Hier steht wirklich was auf dem Spiel, sagen wir es so. Ne? Ich meine, das ist. Das ist das Leben vom Chef, der hat dir alles investiert, das ist sein Lebenswerk. Wenn man das nicht berücksichtigt, sondern so mit der Arbeit, die man jeden Tag tut, ja, dann kann man viel zerstören. Ne? Das ist, kann man gar nicht dran denken. Einmal mit den 2 Probier kann bitte. Zurück in der Berufsschule. Das erste Lehrjahr probt den Ernstfall. Ein Bankett für 120 Gäste alleine über die Bühne bringen. Wochenlang haben die angehenden Köche und Restaurantfachleute in ihrer Freizeit geplant und diskutiert. Und ein 4-Gänge-Menü zusammengestellt. Damit wollen sie Eltern, Freunde, Schulleitung und Lehrer von ihrer Professionalität überzeugen. Wir haben gesagt, nur einer aus dem Service redet und nur einer aus der Küche hat was zu sagen. Und der Rest hat ruhig zu sein. Der hat in Ruhe zu sagen, ich brauche noch Risotto oder ich brauche noch das. Aber sonst soll geplant absolute Ruhe sein. Wie es kommt, werden wir sehen. Jede Gruppe sagt den anderen Leuten, was sie machen sollen. Es wird jetzt auch beim nächsten Gang, hat jeder eine Aufgabe. Aber mit dem Service klappt es jetzt noch nicht so. Haben wir jetzt noch nicht so den Mittelweg gefunden. Wir sind zu schnell, sie sind zu wenig. Und wir müssen jetzt gucken, dass es jetzt besser klappt. Die Risotto ist fertig, Pilze sind fertig, Rouge ist fertig. Die Schaumsoße ist auch heiß, dann fangen wir an. Damit alles passt, gehört zum Kochen auch Kommunikation, Organisation und Disziplin. Genau. Und so soll das geschmorte Kalbsbäckchen mit Kürbismus, Bohnen und Maronenschupfnudeln angerichtet werden. Ist das jetzt die Sicherheitszeichen? Ja, es soll einfach jeder wissen, okay, so ist es, dass der Teller richtig rumsteht. Und sonst, wenn so viele da sind, kann halt schnell was schieflaufen. Jawohl. Das sieht schön aus. Danke.
was ich brauche. Ja. Leg die Bohnen ein bisschen weiter nach oben. Ja? Bohnen noch ein Stück weiter nach oben, bitte. Und ein bisschen schneller, bitte. Ja, lass doch erstmal alle was zu essen kriegen. Wir brauchen nur was zum Draufstellen. Die Endkontrolle durch den selbsternannten Küchenchef. Ich schicke die an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Das funktioniert. Ja? Gut. Nach den ersten zwei Gänge war ein bisschen ein Laufstrich an, aber es läuft. Philipp, hast du deinen letzten? Okay. Kader los. Wir gehen jetzt mit 8 insgesamt. Wir gehen jetzt an die drei. Aber der Service macht seinen eigenen Plan. So nimmt das Parmesanmus mit Tomaten-Oliven-Chutney einen anderen Weg. Ein Augen- und Gaumenschmaus, Zander an Rotweinbutter, Wurzelschaum und Petersilienrisotto. Schön. Was werden wir verwöhnt heute Abend, oder? Das Feierabendbier hat sich das erste Lehrjahr verdient. Jetzt ist erstmal Schluss mit Schule. Für ein gutes Jahr. Wir sind wieder in der Traube Tonbach. In einem der 4 Restaurants in der Köhlerstube. Hier führt Henry Oskar Fried das Regiment. Er bietet klassische internationale Küche mit exotischem Einschlag. Gerade richtig für Leander, um ins zweite Lehrjahr zu starten. Für Nathalie ist jetzt die Zeit des Frühstücksservice in der Hotelküche samt Eierspezialitäten vorbei. Endlich hat sie erreicht, was sie sich so sehr gewünscht hat, auf einem Posten zu stehen. Am sogenannten Garde-Manger kümmert sie sich um die kalte Küche, um Salate, Vorspeisen und Pasteten. Eine filigrane Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl erfordert. Also das Handwerkliche, das mag ich ja gerade. Also das gefällt mir sehr gut. In der Köhlerstube gibt's diese Luxusprodukte nicht, aber in Harald Wohlfahrts Sternetempel. Die Restaurants liegen Tür an Tür und so hat Nathalie die Chance, auch mal bei einer Warenannahme zu helfen. So, da sind wir bei 10,6 Kilo. 11. Moment, da müssen wir genau dran gehen. Also jetzt sieht man, jetzt fällt 500 Gramm, das müssen wir auf dem Lieferschein festhalten. Das ist jetzt schon wieder ein Zeichen dafür, wie wichtig ist, dass man alles kontrolliert. Denn da mal 500 Gramm und da mal ein Kilo, gibt am Jahresende eine große Summe. Ja. Einplanen, einteilen, organisieren, dass man halt das Vertrauen auch behält, also auch die Verantwortung. Und steigt ja immer mehr. Also vorher waren wir ja auch mehrere Leute, dann Käse. Käse, die 13. Ja. Und da kommt man die Verantwortung ein bisschen rumschieben. Und jetzt ist man ja schon eher mal alleine. Und da kann man nicht sagen, wer hat das vergessen, konnte man vorher auch nicht, aber. Die Köhlerstube, ein weiteres Restaurant unter dem Dach der Traube Tonbach. Henry Oskar Fried wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben. Inzwischen sind es 11 geworden. Küchenchef Fried möchte seinen Köchen Lust machen auf ihren Beruf und sie zum Experimentieren ermuntern, wenn es die Zeit zulässt. Achtung. Eine neue Vorspeise soll auf die Speisekarte, etwas mit Linsen. Die gibt es in der Gourmetküche natürlich in verschiedenen Farben. So ausführliche Erklärungen gibt es nur, wenn nicht so viel los ist. Die können noch nicht weich sein. Aber ich muss sie mal probieren. Sagst du 10 Minuten, sag ich da 10 Minuten, holst du noch 10 Minuten raus. Nein, ich hol's raus. Und heute wieder haben wir harte Linsen und du sagst zu mir, Chef, du hast gesagt 10 Minuten, ganz toll. Nein, ich würde es mal probieren. Gut. Wir können ihr nicht in 3 Jahren das Kochen beibringen. Wir können ihr einfach eine gute Basis vermitteln, auf die sie aufbauen kann. Und das Fingerspitzengefühl hat sie ja, das wird eine gute Köchin. Das merkt man, wie jemand mit dem Produkt umgeht. Wenn jemand sehr gut mit dem Produkt umgeht, wie er es in die Hände hält, wie er es filetiert bei einem Fisch, das sieht man schon. Ich habe lieber die Frauen in der Küche, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil sie mehr Fingerspitzengefühl haben, weil sie viel mehr Biss haben, weil sie nicht so rumheulen ab und an wie die Männer.
Leander, der ehemalige Waldorfschüler, findet, dass er genau den richtigen Beruf für sich ausgesucht hat. Da er eher kreativer Handwerker ist, passt für ihn alles, auch wenn es manchmal schwer ist. Man kriegt hier kein Lob, aber was man kriegt ist, du darfst hier arbeiten und dass ich hier am Posten stehen darf und dass man mir das anvertraut, dass ich hier mit der Nathalie zusammen stehen kann, das ist für uns ein indirektes Lob. Weil wenn man uns nicht vertrauen würde, dass wir das können und dass wir dazu fähig sind und das auch trotzdem noch ordentlich machen und so schön anrichten, wie das unser Postenchef macht, dann würde der Chef das auch nicht machen, weil das würde am Ende auf seine Kappe gehen. Und von daher, denke ich, kann man schon sagen, dass die Nathalie und ich hier auf jeden Fall eine gewisse Form des Erfolgs haben. Der Linsensalat mit Kartoffelschaum und Kartoffelcrispies ist fertig und zum Testen angerichtet. Henry Oskar Fried weiß, dass die Azubis ihr Gesamtwerk zu selten probieren. Die sind nicht perfekt, was du da hast. Ja. Du musst selber mal probieren. Man will dafür durchstechen bis ganz nach unten, dass du die Säure von der Linse dabei hast, mit der Vinaigrette dabei hast. Dann nimmst du mal das alles in den Mund. Da habe ich jetzt auch schon eins und eins probiert. Alles probieren, jetzt. Mal zusammen probieren, oder? Und dann mal wirken lassen. Okay. Und dann sagst du, okay, das ist es oder das ist es nicht. Ja. Wenn es nicht nur dem Chef schmeckt, kommt die Linsenvorspeise auf die Speisekarte. Gut, ja. Ich bin voll zufrieden. In einem Jahr vom Rührei zur kunstvoll feinen Fischvorspeise. Nathalie hätte es vor 12 Monaten noch kaum zu hoffen gewagt, dass sie solche Fortschritte machen würde. Für die ehemalige Schreinerin und angehende Köchin bietet sich während unseres Drehs noch ein Leckerbissen. Ein paar Schnupperstunden in Harald Wohlfahrts Küchenimperium. Weil Menü 1 ist, habe ich den dritten Gang vom Menü 2 als zweites und 3 Menü 1 Hauptgang als letztes, bitte. Grüße. Jawohl. Alexander zeigt Nathalie ein paar Kniffe beim Zitronenfilettieren. Und ihr wegschneiden, dann kannst du einen größeren Druck ausüben, ne? Okay. Also passt das schon. Ja. Also. Was ist das für ein Gefühl, in der Küche der Kochlegende zu stehen? Ja, ich denke, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, hätte ich noch gesagt, ja, voll krass. Aber jetzt, also man sieht sich ja auch und dann geht das schon. Das ist halt was anderes. Also man kann es halt nicht wirklich miteinander vergleichen. Es ist eine andere Zielgruppe oder es ist ein komplett anderes Essen. Aber ich denke so mal Lust, nur so, so ja, ich weiß nicht wie lange, vielleicht mal ein paar Monate oder ein Praktikum. Das finde ich schon super. Also einfach mal zu sehen, was so eine 3-Sterne-Küche ist und wie das genau abläuft und ob mir das gefällt oder nicht. Also ausprobieren werde ich es auf jeden Fall, da mal zu arbeiten. Jetzt muss sie erstmal das zweite Lehrjahr beenden und das dritte überleben. Ihre Ausbildung mit allen Höhen und Tiefen, Niederlagen und Erfolgen wird den Boden schaffen, auf dem ihre Träume wachsen können. Und macht sie das gut, Herr Müller, ja? Das ist die Nathalie. Ich hab gut. Ah, das war doch jetzt ein Lob, oder? Das war wirklich ein Lob. Finde ich ja toll. Darf ich da mal ein bisschen wischen? Okay.